Moin, hier ist der Lasse von Lasse Design, mal wieder mit einem kleinen Tutorial und heute mit dem Thema Nässe. Und dabei soll es nicht um den Regen gehen, sondern um die Nässe hier auf dem Boden, auf dem Dach, wo hier unser Model steht und schreit und sich freut oder vielleicht auch ärgert, dass da frei interpretiert werden. Ich blende mir erstmal meine ganzen Looks hier aus und dann haben wir hier unser Dach, wo das Model draufsteht. Und hier ist die Ebene, die diesen Nässe-Effekt erzeugen. Wenn ich die ausblende, sieht das Ganze hier eben ja sehr trocken aus und eben passt nicht so gut zu der regnerischen Stimmung, die ich hier erzeugen wollte. Das Ganze habe ich mit diesem Bild erzeugt. Und das ist einfach ein Bild, was ich irgendwann mal gemacht habe, als ich Wakeboarden war. Und da schien die Sonne gerade so schön hier aufs Wasser. Das Wasser war relativ schön glatt und das ist auch eine Sache, die recht wichtig ist. Also sucht euch für euren Nässe-Effekt ein Bild. Ja, die Wellen sollten nicht so hoch sein, sollte am besten eine schöne Spiegelung im Wasser sein. Und ja, so ein heller Fleck, der ist auch immer sehr schön, also so ein Spitzlicht im Wasser. Also versucht da vielleicht etwas Ähnliches zu finden, damit der Trick möglichst gut funktioniert. Ich hole mir jetzt das Ganze einfach in mein Bild und habe das jetzt hier schon als Schnittmaske über dem Dach eingefügt. Ich werde dir nochmal die Schnittmaske entfernen, damit ihr noch einmal seht, wie das gemacht wird. Die alte Ebene lösche ich mir jetzt noch einmal. Und jetzt haben wir hier unser Wasser, also im Bild. Erstmal werde ich das Ganze jetzt ein bisschen größer skalieren. Und das mache ich, indem ich Steuerung T drücke und bekomme hier die Steuerung zum Transformieren. Und jetzt ziehe ich das Ganze auch mal so groß, dass es auch über das ganze Dach ragt. Jetzt möchte ich die Schnittmaske erstellen. Das könnt ihr machen, indem ihr einen Rechtsklick hier in den markierten Bereich der Ebene macht und dann auf Schnittmaske erstellen geht. Und dann wird das Wasser hier quasi eingeordnet über der Dachebene und jetzt wirkt sich diese Ebene nur noch auf die Konturen des Daches aus. Ja, jetzt sieht es schon ein bisschen so aus, als würde der Mann hier im Wasser stehen, beziehungsweise auf dem Wasser laufen wie Jesus. Aber wir wollen jetzt nur so einen leichten Nässe-Effekt erzeugen und hier nicht so ein Pool oben auf dem Dach erzeugen. Deswegen werde ich jetzt einfach oben den Ebenenmodus ändern und dann ineinander kopieren. Und jetzt sind wir schon relativ nah dran. Jetzt scheint schon der Boden wieder durch. Wir haben hier noch so einen leicht bläulichen Effekt. Den möchte ich nicht haben. Deswegen werde ich jetzt einmal Steuerung U drücken. Damit komme ich direkt in den Dialog Farbton Sättigung und nehme jetzt einmal die Sättigung aus unserer Wasserebene komplett raus. Also Sättigung komplett runterdrehen. Mit OK bestätigen. Und jetzt werde ich mir das Ganze hier nochmal ein bisschen verschieben. Ich habe das Verschieben-Werkzeug angewählt und habe hier automatisch auswählen, Ebene angewählt. Und dadurch kann ich jetzt hier das Ganze rumschieben. Und hier im Bereich, wo das Wasser also von der Sonne so stark angestrahlt wurde und hier dieses Spitzlicht war, da haben wir hier eigentlich den schönsten Nässe-Effekt. Ich werde das Ganze jetzt nochmal ein bisschen spiegeln. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Das ist einfach eine Geschmackssache jetzt, dass ich denke, dass ich hier diesen hellen Fleck eher noch auf der Seite hier haben möchte. Drücke einfach Steuerung T. Und dann mache ich einen Rechtsklick im Bild und mache einfach horizontal spiegeln. Und jetzt habe ich hier diesen hellen Fleck. Den schiebe ich jetzt einfach mal hier hin. So gefällt mir das ganz gut. Und ja, im Prinzip ist es jetzt schon fertig. Ihr könnt jetzt noch eine Ebenenmaske zu eurer Ebene hinzufügen und Bereiche, die ihr vielleicht nicht haben wollt, nochmal ausmaskieren. Vielleicht hier direkt über dem Rand des Daches oder hier so einen weichen Übergang schaffen oder das Ganze eben dann nochmal skalieren. Kann das ja auch so ein bisschen verzerren, das macht ja auch nichts. Ja, und schon habt ihr hier ein schönes nasses Dach und könnt dann eben noch Regen dazu einfügen und am Ende sieht das dann ungefähr so aus, wenn man da noch ein paar Farblooks drüber legt und dann kann man ja wirklich einen sehr, sehr schönen Effekt erzeugen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ja, dann bis zum nächsten Tutorial. Bis dann. Ciao.